Ach ne, das ist jetzt schon wieder die Kneipe. Kompromisse muss man schließen können. Ah, ich muss mit Chloe ja eh reden. Wie gewonnen, so zerronnen. Stehen wir noch nicht im Weg rum. Chloe, mach mal noch eine Quest einfach weiter. William schickt mich, ja. Er schickt mich. William schickt mich. Wie bitte? Ich habe dich doch zu ihm geschickt. Wieso kommst du jetzt wie... Moment mal. Er schickt dich doch nicht zu mir, um die Zahlungen einzutreiben, oder? Richtig erkannt. Dann kannst du gleich wieder abhauen. Ich habe keine Splitter, die ich als Tribut zahlen könnte. Wenn du betteln willst, dann schließe dich mit dem Penner Red zusammen. Hol dir die Kohle bei ihm. Er schuldet mir sowieso noch was. Tribut auch noch. Also Steuern ohne Gegenleistung. Verrückt. Ist das dein Ernst? Sehe ich so aus, als würde ich scherzen? Ich habe es William schon tausendmal gesagt. Ich kann nicht zahlen, ich bin pleite. Wenn du es von Red nicht eintreiben kannst, kann ich dir auch nicht helfen. Das war nur Persönlichkeitsstuff, ne? Ja. Aber da kommt sowieso nichts zustande. Ich bin dann mal weg. Wer soll denn damit rechnen? Mal zwischendurch gespeichert. Und mir fehlen jetzt immer noch zum Beispiel eine Iron Medicine. Aber die wird hier doch auch nicht einfach mitten im Sand chillen, oder? Hier keine. Hier am Rumschweißen. Und ich bin den Klerikern schon gestört. Ich dachte, jetzt finde ich hier mal Ruhe. Geh euch nochmal ins Gewächshaus. Also, nicht jetzt. Ist das Cindy? Ich kann den Namen nicht anvisieren. Ach, wahrscheinlich, weil sie tanzt. Gut, hier ist keiner mehr. Da. Sie haben die Leiche weggeräumt. Na, immerhin. Bin gespannt, ob Nasty sich schön beschweren wird, weil ich so lange gebraucht habe, um mich auszurüsten. Ich will jetzt aber auch noch nicht mit Big Jim reden, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, ich werde dann sofort in die ganzen Quests verwickelt und in die Arena geschmissen. Ich will das aber nicht. War ich hier schon? Ja, da hinten ist doch schon wieder die Arena. Das habe ich mich da offensichtlich schon mal gefragt. Dann erstmal in die andere Richtung. Willst du wissen, was ich im Müll gefunden habe? Oh, auch guter Sprecher. So, hier war ich auch schon draußen. Müsste auch draußen mal noch mit den Wachen reden, die mich zu ihm geschickt haben, um Verstärkung zu organisieren. Nein, du findest doch nie etwas Brauchbares. Okay, da wurde das, da wurde der Dialog auch weitergeführt. Schön. Du bist Mad Bob. Ach, das ist der Schrottviertel, ja. Sieht auch so aus. Dann nehme ich mal den Schrott mit. Was auch immer die Ratten hier machen, als ob hier noch irgendwas Sinnvolles rauskommt für die. Oder saufen die sich am Öl tot. Ein guter Löffel. Eine gute Suppe. Ja, dann rede ich mal mit Mad Bob. Und ich würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt als erste Dialogoption wirklich Hallo Mad Bob kriegen würde. Hey, weißt du, wer ich bin? Nein, natürlich weißt du nicht, wer ich bin. Also frage ich mich, wo ist das beschissene Schild, auf dem steht, hey, quatsch mal diesen Typen an. Ja, da hinten. Scheiße. Da hinten. Ah, ein Komiker. Die habe ich immer gern zu Gast. Wo war noch mal der letzte Vogel, der sich einen Spaß auf meine Kosten erlaubt hat? Ach ja, ich habe ihn in ein Fleischkorsett gesteckt und in der Arena vor unseren Hunden tanzen lassen. Wir haben uns köstlich amüsiert. Das Geschrei und Gezappel. Schade, dass du es verpasst hast. Trotz alledem bleibt die Frage offen, was du hier im Fort willst.
Wenn man mich fragen würde, und die meisten sind klug genug, das nicht zu tun, wäre meine Antwort, dass du ein Niemand bist. Und als Niemand willst du sicher wie wir alle einen Platz an der Brust vom Duke haben. Nur um dich festzusaugen wie eine Zecke, um den letzten Tropfen Milch aus ihm herauszupressen. Und glaub mir, es ist gute Milch, die er uns zu trinken gibt. Diese erhöhte Position in diesem Thron ist schon gut genutzt, ne? Das sieht wirklich schon eindrucksvoll aus. Aber er ist ja eigentlich ein ganz lieber Kerl, Mad Bob, hm? Wer genau bist du? Ich bin jemand, der begriffen hat, dass Zivilisationen nichts wert sind. Ich bin jemand, der das Metall dem Fleisch vorzieht. Der Bluthund, den man nicht von der Kette lässt. Kurz gesagt, ich bin der Müllbaron, das Oberhaupt der Schrottsammler. Schrottsammler ist hier ein Rang? Es klang eigentlich ein bisschen so, als hätte er sich als Cyborg vorgestellt, aber ich glaube, so kybernetische Verbesserungen sind hier keine Sache. Ich habe mich schon gefragt, ob du in meinem Fall selbst. Weil ich Abfall bin. Sieht jemand um? Dieser ganze Planet ist eine große Müllhals, seit der Meteorologe kam und das Endlich mitgebracht hat. Aber jetzt kommt der Witz. Er war es auch vorher schon. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Kadaver und einer leeren Blechdose. Beides wird auf die Erde geworfen und zum Verrotten zurückgelassen. Und wenn ich dir noch einen Rat geben darf, tu dir selbst einen Gefallen und lass die Finger von meinem Zeug. Schlag von mir aus ein paar Köpfe ein, amüsier dich mit einer Hure. Aber wenn du deine Taschen mit meinem Zeug füllst, würde mich das wirklich kränken. Ohne einen vernünftigen Recyclingprozess sehe ich sowieso keine Chance zur Wiederverwertung. Merk dir folgenden Spruch: Wenn der Kuchen redet, haben die Krümel Pause. Ja, wirklich. Das musst du dringend lernen, Falk. Und vielleicht auch irgendwas Sinnvolles sagen und nicht so ein. Also, das wissen die schon selber, glaube ich. Was tust du hier? Weißt du, Bomben bauen ist eine große Kunst. Und wie jeder Künstler brauchst du das richtige Werkzeug. Der Maler braucht einen Pinsel, der Steinmetz einen Meißel. Wir aber brauchen das Metall. Also kratzen meine Jungs alles zusammen, was sie auftreiben können. Unseren Bombenbastlern soll ja nicht das Futter ausgehen. Darum sorge ich dafür, dass es pünktlich zur Stelle ist. Woher bekommt ihr das Metall? Die Ruinen der alten Welt sind unsere Fundgrube. Ich entsende meine Ratten dorthin und lasse sie mit ein paar Granaten jonglieren. Sehr effektiv, wenn man ein paar Viecher aufschrecken will, um an den rostigen Schatz zu kommen. Ratten? Meinst du deine Männer? Ratten, Männer. Was macht das schon für einen Unterschied? Hast du auch Arbeit für mich? Deine Taschen müssen verdammt leer sein, wenn du mich um Arbeit bittest. Die meisten meiden mein kleines Theater. Dabei biete ich meinen Leuten eine gute Show, wenn einer von ihnen versagt hat. Wenn du also nicht ziellos wie eine räudige Töle in den Gassen betteln willst, hör mir gut zu. Ich biete dir an, unsere neu gewonnene Freundschaft zu festigen. Dafür musst du mir lediglich ein paar Gefallen erweisen. Er hat uns schon Freund genannt. Ich glaube, wir werden super zusammenarbeiten. Warum nennt man dich Mad Bob? Wie hast du mich genannt? Ich will lediglich wissen, was es mit dem Namen auf sich hat. Und ich will wissen, wer mich so genannt hat. War es William, Chloe oder gar der Duke selbst? Obwohl, streichen wir Letzteren, bleiben noch zwei. Das waren alle. Jeder nennt dich so. Ich habe dich nicht so genannt, ich habe nur gefragt, warum dich alle anderen so nennen. Finde ich jetzt scheiße, dass es ihm nicht gefällt, weil ich habe ihn ja nicht so genannt. Sonst hätte ich das, also hätte er jetzt gesagt, hallo Mad Bob, hätte ich das nicht angeklickt. Ich habe den Namen von Chloe, die haben ihn alle so genannt. Beantworte einfach meine Frage. Nein. Ich hasse diesen Namen und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also bist du an der Reihe. Von wem hast du ihn? Konsequenzen, aber Konsequenzen wovon denn?
Einfach so? Also dem nächsten sage ich Hallo und dann werde ich erschossen? Ist das eine sinnvolle Konsequenz? Das ist voll unfair. Das ist ja gar nicht absehbar. Die haben ihn beide, dann lass mich doch sagen, beide. Aber William ist scheiße, komm. William hatte ich so genannt. William also. So, so. Mehr muss ich für den Moment nicht wissen. Nur, dass wir uns verstehen. Du wirst diesen Namen nie wieder in den Mund nehmen. Das können wir einrichten. Und du kannst mich was lehren. Wahrscheinlich Handwerker. Du wurdest mehrfach gewarnt. Nein, ja, ich wurde gewarnt, ihn nicht Mad Bob zu nennen. Das habe ich auch nicht. Ich habe ihn gefragt, warum er so genannt wird. Das ist ja wohl ein richtig deutlicher Unterschied. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Ich wollte es ja... Also ich wollte es ja wirklich aus Interesse wissen. Ich wollte ihn ja nicht so nennen. Habe ich ja auch nicht. Kann ja nicht sein, dass ich dann wirklich sagen muss, wieso nennt man dich so, wie du nicht genannt werden willst. Auch dämlich. Extra Hitpoints heißt der SG einfach. Zusätzliches Leben wäre schon nice, aber ich habe dann keine Lernpunkte mehr. Ausdauer wäre auch richtig wichtig. Ah, überleben, ja. Wegen der Gefallen. Womit soll ich beginnen? Für den Anfang eine unbedeutende Kleinigkeit. Meine Leute graben die Ruinen auf der Insel im Süden nach allem möglichen Zeug um. Unter anderem auch jede Menge Altmetall. Aber irgendetwas scheint sie am Abtransport zu hindern. Wenn sie aber nicht liefern, weiß ich nicht, wofür ich sie bezahle. Geh also der Sache nach und sorge dafür, dass meine Rechnung aufgeht. Schrottlieferung. Ich meine, so richtig harte Konsequenz war das ja jetzt nicht, dass ich einen Mad Dog, Mad Bob genannt habe. Mad Dog. dass ich einen Mad Bob genannt habe, aber ich habe extra genau darauf geachtet, was die Formulierung im Dialog, also im Dialogfenster war. Deswegen habe ich sie überhaupt angeklickt. Dann habe ich trotzdem auf den Sack gekriegt. Jetzt siehst du dir doch mal an. Auf dem Ding steht was drauf. Wache, wache, wache. Ich erkenne einen Kuh. Aber irgendwen werde ich hier wohl noch finden, ne? Steht da oben eigentlich irgendwer drauf? Würde auch passen. Aber sieht eher nicht danach aus. Wen vermisse ich noch? Also, noch eine Menge. Noch eine ganze Menge. Bill! Bist du auch irgendwann fertig? Und da hört es gerade auf und es geht sofort wieder los. Einfach fantastisch. Muss ich dich jetzt wirklich unterbrechen? Ja. Hey du, hast du mal einen Moment? Kennen wir uns? Keineswegs. Ich habe nur jemanden gesucht, den ich an meiner guten Laune teilhaben lassen kann. Da du nicht den Eindruck machst, als wärst du ein überzeugter Anhänger dieses Haufens hier, dachte ich mir, du wärst der Richtige. Ach, ist das so? Ja, Mann. Ich sag dir, meine Tage in diesem Rattenloch sind bald vorbei. Willst du hören, wieso? Ja, erzähl. Geh jemand anderem auf die Nerven. Oder jetzt nicht? Warum habe ich es angeklickt? Dann bist du wohl auch nicht an ein paar tausend Splittern interessiert. Doch, doch, na klar. Okay, jetzt wird es interessant. Ich werde bestimmt nicht übers Ohr gehauen. Ich wusste doch, dass du anbeißt. Die Sache ist die, ich bin vor kurzem von meiner Erkundungstour ins Ödland zurückgekehrt. Ich habe in ein paar Ruinen nach allem möglichen Zeug gesucht, du weißt schon. Das Übliche eben. Dabei bin ich auf ein paar interessante Hinweise gestoßen, die auf ein Wissen der alten Welt deuten. Und wenn ich mir das richtig zusammengereimt habe, ist dieses Wissen so gefährlich, dass es ganze Landschaften verwüsten oder mit Energie versorgen kann. Das klingt nach Atombomben. Interessante Geschichte. Nicht wahr? Und für dich fällt sicher auch noch etwas ab, wenn du interessiert bist. Kann ich ihn mit einer Atombombe sprengen? Das würde ich machen. Lass uns noch einmal über deine Geschichte reden. Du witterst wohl schon den fetten Braten. Das ist gut.
Sogar sehr gut, denn ich brauche deine Unterstützung bei der Sache. Wie du dir sicher denken kannst, habe ich das, was ich suche, noch nicht in meinem Besitz. Ich war kurz davor, es einzusacken, aber dann kam mir ein Konkurrent dazwischen. Er hat den Fundort geplündert, bevor ich mir alles unter den Nagel reißen konnte. Und wo steckt er jetzt? Nun, ich konnte seiner Spur folgen und ihn ausfindig machen. Ein gezielter Schuss in den Hinterkopf und dieses Problem war erledigt. Leider habe ich dadurch auch ein paar Viecher aufgeschreckt. Bevor ich seine Taschen umkrempeln konnte, haben sie sich über seine Leiche hergemacht. Sag mir am besten, am Ende ist es Uran. Was hindert dich daran, sie zu beseitigen? Mache ich etwa den Eindruck, als könnte ich mit einer Waffe umgehen? Ich meine, klar, ich kann aus dem Hinterhalt agieren, aber in einem offenen Kampf stehen die Karten schlecht. Alles, was du tun musst, ist, die Leiche dieses Drecksacks zu plündern. Bring mir, was du findest, und du wirst so viel Elixit von mir bekommen, dass du ausgesorgt hast. Von welcher Summe reden wir? Es sind sicher ein paar Tausend, wenn nicht sogar über 10.000 Splitter für dich drin. Und das ist kein Witz. Ich halte meine Versprechen. Ganz bestimmt. Warum vertraust du mir bei der Sache mit dem alten Wissen? Spielst du darauf an, dass du mit der Beute durchbrennen könntest? Zum Beispiel? Nehmen wir einfach mal an, du tust es. Was dann, hm? Nur ich kenne den Namen des Käufers und nur mir vertraut er. Du siehst, nur wenn wir einander vertrauen, springt für uns etwas bei der Geschichte raus. Ich spiele den Leichenfledderer für dich. Gut. Nördlich vom Fort bildet eine Felswand die natürliche Grenze zur Abessa. Dort solltest du in der Nähe von ein paar Nestern seine Überreste finden. Pass aber auf die Biester auf, sie teilen ihr Futter sicher nicht freiwillig mit dir. Iron Madison und Redwood mir genannt, ja, muss ich überhört haben. Erschießt du oft Leute aus dem Hinterhalt? Nur dieses eine Mal. Und es hat mir auch nicht unbedingt Vergnügen bereitet. Aber ich habe den Typen nicht gebeten, mir in der Nacht die Aufzeichnung zu stehlen. Sozusagen habe ich mir nur Gerechtigkeit verschafft. Alles klar. Immerhin ein weiterer Gesprächspartner und Questgeber. Allerdings ist die Quest jetzt doch ein bisschen schwierig. Dafür, dass ich erwarte, auf den Sack zu kriegen. In der Kuppel noch was? Dass es keinen Gärtner gibt oder so, mit dem ich quatschen kann. Ich bin auch weder in der sogenannten Gosse gewesen bisher. Glaube ich zumindest. Kann natürlich sein, dass ich sie noch nicht erkenne, weil alles aussieht wie eine Gosse. Auf der anderen Seite habe ich das Händlerviertel lange nicht mehr gesehen. Da bin ich ganz am Anfang drin gewesen und seitdem finde ich es nicht wieder. Muss mal auf die andere Seite von dem Schuppen hier. Du bist nochmal William, wa? Halt! Oh. Du wirst hier als Dieb gesucht. Ah. Entweder du bezahlst deine Strafe oder du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Ich wundere mich ja, hier hast du 202. Ich zahle meine Strafe. Das will ich dir auch geraten haben. In meinem Fort bleibt nichts unbestraft. Und jetzt verpiss dich. Okay, ich verflüssige mich. Hier, das ist doch das Händlerviertel, ne? Also, es sieht nicht so viertelig aus. Oder ist das eher die Gosse? Ja. Macht er gleich die Säge an. Übertreib halt. Mit Jad hatte ich auch schon geredet, aber die zwei Buden machen das Händlerviertel aus, oder was? Das ist schon schwach. Vielleicht sollten wir beide mal in die Arena. Sieht jetzt hier schon wieder so aus, als bin ich hier noch nicht gewesen. Aber das stimmt bestimmt nicht. Die Kiste hier kommt mir nämlich bekannt vor. Das ist nämlich leer. Auch weird in den Stein eingelassen, das Dach. Gefällt mir nicht. Das hätte nicht sein müssen. So schwer ist es bestimmt nicht gewesen, dass hier anders zu modellieren.
Ah, das ist Liam da unten, glaube ich, ne? Ja. Den könnte ich eigentlich mal auf Cindy ansprechen, oder? Mache ich bestimmt auch gleich. Ach, hier ist wieder die Silo. Will ich mit Konrad schon reden? Das ist Nasty, ja. Mit der quatsche ich noch nicht. Die wäre, dass ich mich um sie kümmere. Ach, hier ist wieder der Flakturm. Ich werde mal zur Arena gehen und da noch die paar Gespräche führen. Da unten ist die Bombe, wo einfach jeder irgendwas reinwerfen kann, damit das Ding auch jetzt schon hochgeht. Ich habe gerade gesagt, ich wollte zu Liam, ich habe schon wieder vergessen, wo er ist. Stand er nicht hier irgendwo rum? Oh, ich glaub's ja auch noch. Ja, pinkel mal in Ruhe. Ah, oh, hier gibt's auch noch einen Käfig. Ah ne, hier war Doc. Stimmt. Den hat's ja auch noch gegeben. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass... Ach, die Hütte. Dann wohl eher. Aber hier stehst du auch nicht. Auf die Karte. Aber ich war hier offensichtlich schon überall außen rum, ha? Huh? Das ist der reisende Händler, Blake, Hank Ryan, Mad Bob. Ich behalte mal den Plan bei und gehe jetzt wirklich zur Arena. Wenn ich sie denn finde, dass da hinten war dieses zeltähnliche Ding, ne? Jim Dingenskirchens stand er davor. War ich bei der Wache schon? Ne, brauche ich auch nicht hin. So, hier der nächste Wohnsessel Dingenskirchens. Hey, du da. Ich habe einen Job für dich. Du gehst jetzt und besorgst mir aus der Bar einen ordentlichen Schluck. Nein, warte. Besorg mir lieber etwas Anständiges zu fressen. Aber komm nicht mit einer Dose Bohnen angeschissen. Ha! Bohnen. Bezahl mich, dann mache ich es. Bezahlen? Setz deine Kackstelzen in Bewegung, aber ein bisschen plötzlich. Ich sagte, bezahl mich. Reiß die Klappe nur nicht zu weit auf, sonst mache ich aus dir einen Fußabtreter. Ich bin einer der besten Kämpfer, die Tavar zu bieten hat. Also ist diese Gefälligkeit die Möglichkeit für dich, dich mit mir gutzustellen. Vielleicht lasse ich dich dann auch in Zukunft für mich arbeiten, wenn alles nach Plan verläuft. Das muss ja erstmal nichts heißen, dass du einer der besten Kämpfer bist. Welcher Plan? Na was wohl? Schon sehr bald sitze ich am Drücker. Der Du kann schließlich nicht ewig das Kommando haben. Ist das so? Natürlich. Er glaubt vielleicht, mit der Entmachtung Baxters ist es getan. Aber die Rechnung wird nicht aufgehen. Na, da helfe ich dir doch bei. Du willst also den Duke entmachten? Sagen wir einfach, ich wäre ein besserer Anführer als er. Ich denke auch schon darüber nach, die Anzahl meiner Anhänger zu vergrößern. Ein paar unterbezahlte Banditen reichen sicher aus. Aber genug davon. Und spar dir das mit dem Fressen. Typen wie dich will ich doch nicht in meinem Gefolge. Hä? Nee. Wie kommst du darauf, dass du ein besserer Anführer wärst? Weil ich die größeren Eier habe. Mich interessieren neben dem Alkohol und unserem Stoff noch andere Dinge. Ich würde vor allem endlich einen offenen Krieg führen. Wir haben genügend Sprengstoff und Männer, um die Alps mitsamt der anderen Gemeinschaften von diesem Planeten zu fegen. Aber stattdessen sitzen wir hier herum und tun gar nichts, außer saufen, fressen und rumhuren. Wenigstens ein paar Granaten könnte der Haufen herstellen. Die huren alle rum? Oh Gott, Cindy, tut mir so leid. Die wird ja so durch die Mangel gedreht.
Herstellung überlässt man besser denen, die Ahnung davon haben. Wieso? Weil ein fehlerhafter Schlagzünder eine verheerende Wirkung haben kann. Schlag was? Du lässt besser die Finger davon. Du könntest die Teile hier ja mal überprüfen. Ach, weißt du was? Behalt sie ruhig. Hey, Granaten. Wie lange kämpfst du schon in der Arena? Ich mache das schon eine ganze Weile und darum bin ich auch derjenige, der das Preisgeld ausgibt. Ursprünglich wollte der Duke, dass ich mich darum kümmere, dass die Leute hier ihren Dampf ablassen können. Er dachte wohl, dass dann niemand auf die Idee kommt, gegen ihn zu rebellieren. Das hat nur bedingt geklappt, wie du jetzt weißt. Bring mir etwas bei. Auf jeden Fall. Bring mir auf jeden Fall was bei, ganz genau. Und ich bin einfach zu schwach, um noch kämpfen zu lernen? Was sind das? Angriffsstärke. Nee, das ist natürlich gut. Uiuiui. Erhöht den Schaden. Jetpack-Angriff. Ja, gut, das kann ich alles nicht. Tantenkiller auch nicht schlecht. Ich glaube, besser als Angriffsstärke geht er eigentlich nicht, ha? Erhöht die Wucht deiner Schläge mit jeder Stufe. Immer rein da, bitte. So, was ich glaube ich brauche, ist auf jeden Fall Geschicklichkeit, ha? Auf jeden. Für das nächste Level Angriffsstärke zum Beispiel. Na gut, Stärke fehlt mir auch. Mir fehlt halt einfach alles. Schwierig. Wuchtschläge wäre auch eine interessante Sache. Ich packe noch mal. Ach so, hier geht schon wieder auf 2 Punkte hinaus. Dann verteile ich das Ganze noch mal schnell so, damit ich mich nicht wieder in irgendwas reinsteigere, was am Ende gar nicht funktioniert. Wegen der Arena. Wie sind die Regeln? Wir haben kaum Regeln. Wähle deinen Herausforderer und triff dich mit ihm in der Arena. Sobald ihr drin seid, kurze Absprache, ob es losgehen kann, und dann schlagt ihr euch die Fresse ein. Nach dem Kampf kann man dann bei mir das Preisgeld einstreichen. Das bekommst du natürlich nur, wenn du auch den Kampf gewonnen hast. Andernfalls gibt's außer ein paar Beulen gar nichts. Gut, sonst noch was? Ja. Begleiter haben in der Arena nichts verloren. Du wirst dich den Kämpfen alleine stellen müssen. Hört er mich wenigstens an. Wen kann ich herausfordern? Die meisten hier wurden von mir so verdroschen, dass sie sich hier nicht mehr blicken lassen. Aber ein paar Kerle lassen sich noch immer auf einen Kampf ein. Einerseits, weil sie auf ein paar Splitter hoffen und andererseits, weil sie sonst nichts können. An deiner Stelle würde ich mal mit Ike und Gunn reden. Geredet habe ich mit denen schon. Und ab wann kann ich dich herausfordern? Sobald du mit den beiden den Boden gewischt hast und im Auftrag des Dukes handelst, lasse ich mich dazu herab. Vorher bist du es nicht wert, dass ich meine Zeit mit dir vergeude. Den schaffe ich doch eh nicht. Kann ich mittlerweile eine bessere Waffe anlegen? Jetzt noch ein bisschen was reingepackt überall. Aber ne, mir fehlen 3 Stärke bis zum Bekehrer, aber das ist halt auch ein Streitkolben, da habe ich nicht so Bock drauf. Geschicklichkeit 74 für das Schwert der Ankunft. Mit Blitzschaden. So nicht. So nicht. Gut. Das meint sie doch nicht ernst. Gibt's hier hinter der Arena noch irgendwas Besonderes? Ne. Aber ich konnte mich da, glaube ich, hochschießen hier, wa? Auf den nächsten Gang. Hier los. Das ist ja furchtbar. Stell dir vor, du pennst einfach in der Arena. Eigentlich auch crazy. Geh besser. Kluge Entscheidung. Ja, renn hier mal vorbei. Schon wieder nur klettern. Mich schon wieder gefreut auf was zum Einsammeln, aber du wirst ja hier nur verarscht.
Der Hammer wäre richtig cool, wenn der einfach mitten im Kampf darunter fällt. Ich kenne den Typen nicht. Ich glaube, ich werde mir so langsam gleich mal Quests markieren, wenn ich die Leute nicht finde. Tipp von mir: Nicht jedes Paar Brüste lohnt sich. Alles klar. Du wirst es wissen. Gerade du. Ja, ich denke, ich entscheide mich mal für Quest. Ob es jetzt mal zuklappen, Gefährten mache ich auch von anders. Besser brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Tava ist interessant. Da habe ich ja ganz schön was angenommen hier. Mechanischer Wächter, lange Finger. Was war es? Cindy hat mir von Scrappy. Habe ich auch noch nicht gesehen. Iron Madison, echte Tyrannen. Die müsste ich doch jetzt hier irgendwo markiert sehen. Bei Hank? Die bewegt sich, wa? Auch vor mir? Muss an der. Aber. Hey du, hast du ein paar Splitter für mich? Wer bist du? Oh, Red. Wieso sollte ich? Ich sehe vielleicht nicht so aus, mein Freund, aber du solltest dich mit mir gut stellen. Bald wird hier schon ein anderer Wind wehen. Und wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen, dann wird diese Ratte die Löcher stopfen und das Schiff behalten. Und glaube mir, das wird passieren. Also, wie sieht's aus? Hast du es dir anders überlegt? Echt nice Rattenwortspiele, die du hast. Das spritzt du dir doch sowieso nur irgendwo rein, Red. Vergiss es. Wie du willst. Du solltest dir merken, dass man es ohne Freunde nicht weit bringt. Aber du hast eine Entscheidung getroffen und wer bin ich, sie in Frage zu stellen? Unangebracht. Feige fällt das nicht. Du bist ganz schön der Scheißkleriker, oder? Entweder du steckst das Ding weg oder ich zwinge dich dazu. Ich nehme hier Knochen aus Rad. Einfach bei Hank. Ich weiß nicht mal mehr, wer Hank ist. Standort noch. Moment, war Hank nicht der Tavernenwirt? Das ist Cindy vor allem. Cindy ist der Questgeber. Ich bin ja so. Gut, ich stand quasi neben ihr und bin losgelaufen. Dann wieder zurück. Hat's gemerkt. Ja, soll vorkommen. Bis dahin muss noch reichen. Nein. Fallschaden. Gönnt. Was ein Glück. Jetzt habe ich keine andere Wahl, als zu warten, bis der Sprit wieder da ist, weil hier durchs Minenfeld laufe ich bestimmt nicht. Aber ich komme hier auch, glaube ich, nicht hoch, oder? Das ist zu weit, der Höhenunterschied. Nee, keine Chance. Und hier vielleicht nochmal. Ja, dann werde ich jetzt hier eine Weile stehen. Ich habe auch immer noch keine Blutburger hergestellt. Ein Lagerfeuer oder eine Mikrowelle muss ich hier nochmal finden. Der, sobald der im roten Bereich ist, hört er einmal auf Schub zu geben. Eigentlich sehr schade. Oh, ein Tresor. Krieg ich ihn angewählt? Elmas Tresor. Ich weiß halt nicht, wer Elmar ist. Kann ich das Ding hacken? Nee. Das Gefühl, ich habe hier einen ganzen Abschnitt von der Welt verpasst, aber ich glaube nicht. Da war ich doch schon überall, oder? Ja, ja. Einfach kacke abgebogen. Oder auch nicht, irgendwie. Na, ein bisschen Outlaws beigetreten. Hallo, Beagle. Nee, bin ich zum Glück nicht. Das ist auch nicht der Plan. Ich habe zwar einen tollen Hut, aber dabei bleibt's auch. Hier saßen noch gerade Leute. Eigentlich dachte ich, dass da auch jemand einen Namen hätte. Warum mir so sicher?
Ach gut, dann gehe ich jetzt. Hat Iron schon wieder übersehen? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich dachte, hier bei den Campingstühlen saßen ja gerade zwei Leute drauf. Und ich dachte, da hätte vielleicht auch jemand einen Namen. Ich habe schon gesehen, dass sie da bei dem Schakal saß. Hier, da. Diese dort. Hey, bleib mal stehen. Gibt es ein Problem? Nein. Ich wollte nur wissen, wer sich neuerdings hier herumdrückt. Vertrauenserweckend siehst du nicht gerade aus. Aber mein Spielzeug Liam ist auch nicht gerade eine Augenweide. Was zur Hölle? Also, kann ich jetzt einfach zustechen oder so? Dein Spielzeug? Ja. Er ist mein Eigentum. Und mehr musst du auch nicht darüber wissen. Kommen wir aber zum Wesentlichen. Ich habe die Aufsicht über den Käfig und prügel den Gefangenen Respekt ein. Vergiss das nicht, wenn du vorhast, dich daneben zu benehmen. Welcher Fraktion gedenkst du denn beizutreten? Also bisher sind mir die Kleriker am sympathischsten. Darauf wird das Ganze hinauslaufen, denke ich. Wie stehst du zum Duke? Ich sorge dafür, dass jeder seinen Namen im Gedächtnis behält. Früher hat er dafür noch selbst was gemacht. Aber jetzt ist es meine Aufgabe. Beantwortet das deine Frage? Wenn nicht, müsste ich jemanden herbeizitieren, an dem ich es dir demonstrieren kann. Außerdem ist er der einzige Mann, der eine Frau wie mich verdient. Aber ein paar billige Schlampen oder was weiß ich, müssen ihm wohl den Kopf verdreht haben. Also, wie kann man denn so sein? Ich habe beim ersten Mal auch Kleriker gewählt. Ja, verständlich. Verständlich. Die Berserker sind irgendwie alle zerstritten. Und ja, die Outlaws sind irgendwie alle bekloppt. Also, ich kann mich ja mit wirklich keinen identifizieren, außer mit Hatta hieß der Typ, ne? Der einfach nur nicht arbeiten will. Aber sonst ganz nett ist. Das war okay. Und was hält Liam davon? Wer sagt denn, dass ich ihm meine eigene Meinung gestatte? Also erübrigt sich die Frage. Werden oft Gefangene gemacht? Wie komme ich denn zu der Frage? Also manchmal, die Reinarbeitshelden können Themenwechsel. Aber ist erstmal besser, als sie zu beleidigen, oder? Werden oft Gefangene gemacht? Wir haben kein Interesse daran, dass unsere Köter uns das Fressen vom Tisch ziehen. Also brauchen wir stetig Nachschub, den wir an sie verfüttern können. Wenn also jemand die Grenze nach Tavar überquert, muss er sich nicht wundern, wenn er von mir zubereitet wird. Unser letzter Neuzugang ist ein Kleriker namens Frank. Wirf ruhig einen Blick auf ihn, wenn du willst. Berserker ist ganz okay. Ich habe mal Magie probiert, aber es ist eher enttäuschend. Also ich fand der Feuerball, den Kaya castet, wenn man sie als Begleiterin dabei hat, der sieht eigentlich ganz spannend aus. Aber ich wähle ja eben auch nicht nach Equipment oder so, sondern eher nach Charakteren, die da so sind und was ihre Motivation ist und all solche Geschichten. Und die Suggestion hat mir auch angetan. Also von daher... ja, solche Sachen eben. Die Lore halt hat mich da überzeugt. Lasergewehre brauche ich jetzt nicht unbedingt. Erzähl mir mehr über Frank. Dieses Würstchen glaubt noch immer, sein erbärmlicher Gott wird jemanden zu seiner Rettung schicken. Aber hier bin ich Gott. Und das wird er auch merken, wenn ich ihm mit meinem Eisenknüppel den Schädel perforiere. Die... So. Konsumiert die auch? Warum haltet ihr ihn hier fest? Der Duke will von Zeit zu Zeit wissen, was in der Welt vor sich geht. Anstatt ein paar Späher zu verheizen, ist es einfacher, die benötigten Informationen aus einem Gefangenen herauszupressen. Außerdem hebt es die Moral, wenn der Duke so demonstrieren kann, dass er der Herr der Wüste ist. Ach ja, wenn dich dieser Kleriker in irgendwas verstricken will... Hör nicht auf sein Gewinsel. Das führt sowieso zu nichts.
müsste einfach nur die Hand ausstrecken und so einen Ring aus dieser Granate ziehen und alles wäre gelöst. Dem Kleriker kann ich ja leider nicht helfen. Der lässt sich ja nicht helfen, bis ich von seinem Kommandanten geschickt wurde. Bin kurz weg. Jo, bis gleich, Outcoin. Ja, ich werde es wohl fragen müssen. Wie ich hörte, genießt du nicht den besten Ruf. Ach, tue ich das nicht? Dabei schlage ich diejenigen zu Klump, an denen sich niemand die Hände schmutzig machen will. Dennoch gibt es immer wieder Leute, die meinen, ihr Maul über mich zerreißen zu dürfen. Verrate mir, wer dahinter steckt. Ich komme ein anderes Mal darauf zurück. Wie du meinst. Ja, nee, ich werde sie nicht verpetzen. Also, Cindy nicht verpetzen. Ich werde irgendwann stark genug sein, um sie umzubringen, hoffentlich. Die muss ganz dringend weg. Also dieser, ich muss gestehen, ich würde gern sehen, wie sie Liam verprügelt, aber mehr auch nicht. Gott, hier hockt sie rum und hier habe ich sie übersehen. Schande. Schande über mein Haupt. Aber das kann doch nicht alles sein. Ich soll sie provozieren, ja, damit sie mit mir kämpft. Aber das überlebe ich ja in 1000 Jahren nicht. Ich meine, ich kann es ja mal versuchen. Ich habe ja ein bisschen was in Kämpfen geskillt. Aber das wird doch im Traum nicht gereicht haben. Nur einen Kampfpunkt und ein bisschen Stärke. Das wirst du von mir nicht erfahren. Hör mal, du Missgestalt. Mir ist es egal, welchen Ruf du hier genießt. Ich breche dir alle Knochen, wenn du nicht redest. Du bist zu beschränkt, um die Antwort fassen zu können. Du legst es ja darauf an, dass ich deine Innereien durch den Mixer jage. Noch ein paar letzte Worte? Give it a try ist mein letztes Wort. Ich hab das Gequatsche satt. Fangen wir an. Wenn ich mit dir fertig bin, werfe ich deinen stinkenden Kadaver auf den Müll, wo er hingehört. Du bist tot! Die hat nur einen Stock? Gott, wie stark ist die am Ende? Willst du kämpfen? Der Schaden ist so halb unfair. Einmal Blockmitte und einmal Ausdauer aufladen. Das wird ein langer Kampf. Hätte man ein bisschen Altmagie ausrüsten sollen. Meine Ausdauer ist auch schon komplett leer, ist nach 2 Schlägen. Mehr Schaden ohne Schild oder eine Meterwaffe benutzen. Ja, naja. Da habe ich jetzt nicht so den Anspruch dran, muss ich sagen. Ich bin auch eher der Typ, der, wenn etwas Meter ist, es dann erst recht nicht benutzt. Aber Gott sei Dank habe ich mich da mit nicht genug auseinandergesetzt, um zu checken, ob hier irgendwas am Ende Meter ist. Achso, nicht genug. Ausdauer. Wie schnell das einfach runtergeht, wenn sie zuschlägt mit dem scheiß Ast. Ja, es reicht doch. Pike muss natürlich hier die ganze Zeit so random hin und her. Weil er so lange ausholt, das muss aber auch nicht sein. Also Meta in Elex ist halt wirklich dumm. Eine der schlechtesten Waffen im Spiel ist besser als 90% des Rests, wenn man es richtig macht. Lol. Aha.
Der Kampf ist gewinnbar. Deswegen versuche ich es einfach nochmal. Vielleicht gucke ich aber jetzt wirklich mal nach Magie. Aber ich habe, glaube ich, nichts im Schild. Ne. Eine Handgranate hätte ich noch, aber die trifft halt auf was anderes. Das will ich nicht. Metallschwinge, Zweihandwaffe. Ich kann das eh alles nicht tragen. Kann ich hier mittlerweile auch nicht. Level Up hatte ich, glaube ich, auch nicht. Nö. Also einfach nochmal von vorn. Ja. Du bist zu beschränkt. Du bist tot. Ich darf die Schwertangriffe nicht benutzen. Das ist so dumm. Die dauern zu lange. Die können ruhig ein bisschen schneller laufen. Ich sehe schon, ich kann den Q-Angriff auch nicht benutzen. Wenn sie schon liegt. Aber das verschafft mir mal eine gute Pause, um meine Ausdauer wieder zu regenerieren. Ja, greif mich noch an, du Schakal. Das wäre ein Traum. Fantastisch. Ja, gut. Eigentlich ein bisschen schade. Einen guten Becher. Also wenn du wissen willst, was stark ist, auch um es zu ignorieren, sag Bescheid. Ja, ich, also lass dich ruhig aus, weil ich werde es sowieso relativ schnell vergessen. Beziehungsweise sind das ja irgendwelche einzigartigen Waffen, hoffe ich einfach mal. Von einem Brause. Also keine Ahnung, wenn du jetzt, was ich bei Gothic 3 zum Beispiel sagen würdest, die Königsschwerter sind ganz okay, dann wüsste ich ja sowieso nicht, wie ich da rankomme. Also wenn ich Gothic 3 noch nie gespielt hätte. Ich hoffe einfach mal, dass ich um den Tod von Cindy nicht noch, von Cindy, um den Tod von Iron Madison nicht noch irgendwie die Quest ein bisschen weiter ausgestalten könnte. Aber ich hoffe, es freuen sich alle Beteiligten jetzt erstmal. Bin gespannt, welche Konsequenzen es jetzt gibt. Am Ende erzählt mir der Dude noch, das war meine beste Freundin. Ganz plötzlich. Ja, ich gehe ja schon raus. Gut, dann kann Cindy jetzt eigentlich ihren Job an den Nagel hängen, oder? Das werde ich noch nicht lösen. Da warte ich noch auf eine Gegenmöglichkeit sozusagen. Ja, schön, dass das ganze Geld liegt einfach im Weg. Aber das ist auch gar nicht Cindy, ne? Die hat ja gar keinen Hut auf. Dann ist die schon bei Liam. Ach, da kurz hier liegt eine Leiche. Da habe ich mal Glück gehabt, würde ich sagen. Oh Gott, leider nein. Jede stumpfe Waffe, Coin sind super OP. Okay. Aber was ich eben meinte, ist die Eisenstange oder Rohr vom Anfang. Der Schadenindex basiert auf Kombinationsschlägen. Je mehr Schläge du gemacht hast, desto mehr Schaden machst du. Das habe ich schon mitbekommen. Und die Spezialattacken der stumpfen Waffen sind drei aufeinanderfolgende Schläge. Und die machen brutal Schaden, wenn du die Q-Attacke später sehr spät benutzt. Ah, das wird dann auch nochmal drauf gerechnet, ja. Interessant. Verstehe ich nicht, wie sowas zustande kommt. Eigentlich muss man sowas doch checken bei der Entwicklung. Aber ich werde es nicht berücksichtigen, weil es würde hart meine Immersion stören, wenn ich hier irgendwann mit einer scheiß Eisenstange rumlaufe. Also ich will jetzt keinen Speedrun machen oder so. Also mache ich es mir absichtlich schwer.
Aber trotzdem danke für den kurzen Exkurs, sage ich mal. Also Eisenstange ist stärker als 90% aller anderen Waffen, ist genug Ausdauer. Mit genug Ausdauer, ja, okay, glaube ich. Aber die habe ich ja nicht. Geht da relativ schnell weg. Also quasi die Eisenstange auch erst wieder im Late Game benutzen. Und jetzt noch nicht. Stark, oder? Ja, Mann, stark. Ist das ein Code oder so? Quatsch, das ist kein Code, das ist ein Namensschild. Ein Pferden, das Namensschild? Was ist das denn? Nicht jetzt das zumindest. Das hat man früher getragen, damit jeder weiß, wen man gerade voll labert. Sag bloß. Ja, wahnsinnig spannend. Und jetzt wirf es weg, sonst schlafen wir noch. Ich persönlich finde den Sound der stumpfen Waffe richtig satt. Die Schwerter sind irgendwie bei allem Sound. Ja, vielleicht habe ich ja bald genug Stats für einen Streitkolben oder so. Das ist jetzt einfach erledigt? Ich kann das mal markieren, dann müsste ich Cindy ja wiederfinden. Die. Nee. Moment. Doch nur ein Liebesversteck, oder? Nee, das sind alles große Elixirbeutel. Okay. Aber ich habe jetzt ihren Questmarker nicht mehr auf der Karte. Das ist gruselig. Ich hoffe, sie ist nicht tot. Hennerbündnis. Das habe ich nicht gelesen, als ich die Quest bekommen habe. Brüchige Macht klingt jetzt auch nicht so spannend. Okay, ich muss also wieder mit meinem Orientierungssinn klar kommen. Von dem ich eigentlich dachte, dass er gar nicht so schlecht ist. Aber das ist dann wohl so eine Real-Life-Sache. Hier hilft es mir nicht. Bill. Hier helfe ich auf jeden Fall noch mit dem Atombombenproblem. Ich bin sehr gespannt, was du daraus machst. Ich würde gerne einen jemanden wegsprengen. Gerne dich auch. Ach ja, die Kneipe gab es ja auch noch. Es ist so richtig schön, dass man von außen nicht reingucken kann und ich dann nicht weiß, in welches Gebäude ich überhaupt gehe. Bin auch ein bisschen lost wieder. Eigentlich kann ich auf der Karte gucken. Cindy hat mir doch auch Sachen beigebracht, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Warum wird die mir nicht mehr angezeigt? Wurde die irgendwie gehängt? Ja, verrückt. Also, machen die sowas? Sind die jetzt irgendwie geflohen? Das fände ich alles. Das fände ich crazy. Das ist so Cindy, ja. Ich habe sie auf der Karte nicht gesehen. Oder Liam. Also Cindy hat mir doch Sachen beigebracht. Die müsste doch als Lehrer eigentlich da sein. Und in ihrem ehemaligen Stammlokal habe ich sie jetzt auch nicht gefunden. Die ist am bekannten Ort. Komisch. Das ist ja dann quasi hinter mir, ha? Ne, nicht ganz. Lass mich nochmal reinzoomen. Links von mir. Oder hat sie jetzt etwa ihren Hut abgenommen? Okay, jetzt ist sie das wirklich. Aber ich darf nicht mit ihr reden, weil sie tanzt. Fantastisch. Wie lange machst du das jetzt? Die Waffe steckst du besser weg. Endlich nimmst du Vernunft an. Mann, bei Gothic konnte man da Leute wenigstens kurz anquatschen oder so. Hallo, Hank. Du hast hier nichts verloren. Okay. Genau. Mach, dass du Land gewinnst. Alles klar, Bodo. Na klar doch. Wie sieht die Tür eigentlich irgendwie auf? Nee. Verdient hat er das nicht. Kann ich hier rein und wenigstens kurz pennen, damit ich so lange penne, bis sie von der Stange weg ist? Ist ja anstrengend. Und darf ich hier nicht anlabern? Und dann versuchst du sie am besten noch anzulabern und klaust da irgendwie eine Münze? Na, geht doch.
Iron Madison ist tot. Dann hat sie also endlich ihre eigene Medizin zu schmecken bekommen. Ja. Wenn du wüsstest, wie viele Leute sie erschlagen hat. Es ist gut, dass ich ihre hässliche Fratze nicht mehr sehen muss. Jetzt steht Liam und mir nichts mehr im Weg. Danke, dass du uns geholfen hast. Ich kann es noch immer nicht glauben, dass du keine Splitter wolltest. Ich muss jetzt zu ihm. Bis später. Dann gib mir doch deinen Hut. Das Geheimnis hat sie mit ins Grab genommen. So, das hast jetzt du sicher nur in den falschen Hals bekommen. Fürchte ich, dass diese Dame hier richtig leiden wird. Weil die sich alle nicht mehr auf zwei aufteilen. Das ist nicht gut für sie. Die wird jetzt saftige Doppelschichten schieben müssen. Also Liams Haus war ja schon die ganze Zeit so einfach zu finden. Und ich bin ein bisschen überrascht. Ich frage mich, ob Iron Madison ein schwerer Gegner war oder eher nicht. Weil ich die doch recht... Es hat zwar unnötig lange gedauert, der Kampf, aber ich habe die fertig. So, einmal hoch da irgendwo. Wird Liam ja sein. Ich hätte wirklich gerne gesehen, wie er verprügelt wird. So eine schöne Animation. Aber wie sich das mal entwickelt hat, verstehe ich gar nicht. Das ist ja, muss ja eine richtig weirde Origin-Geschichte gewesen sein. Deine Frau ist tot. Erzähl mir nichts. Niemand wagt es, sich mit ihr anzulegen. Der Duke würde nie zulassen, dass seine alte Matratze... Soll ich ihre Leiche rankarren? Okay, jetzt verunsicherst du mich. Du meinst es wirklich ernst? Ja. Endlich. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, das zu hören. Ich weiß zwar nicht, ob du deine Finger mit im Spiel hattest. Ja. Aber was soll's? Nimm das hier. Mir ist gerade zum Feiern zumute. Und das Beste an der Sache ist, ich kann endlich mit Cindy zusammen sein. Keine Schläge können mich jetzt noch davon abhalten. Danke fürs Taschengeld. 50 Splitter. Ja, dann bleibt er jetzt erstmal nur innerorts die Arena. Dann und noch irgendwer. Ike. Ike soll ja nicht der Schlechteste sein, aber ich nehme mal an, der Schlechteste von denen, die ich wählen kann. Von daher, lass uns kämpfen. Ich fordere weißt dich zum Kampf wie heraus. Spät ist? Du bist ja derbe drauf. Kommt mir eh gelegen. Brauch neuen Stoff. Zumal du mich gerade in einem halbwegs nüchternen Moment erwischst. Da sollte es leicht sein, dich zu besiegen. Aber vergiss nicht, Bruder. Wenn ich gewinne, war's das. Eine Revanche kriegst du nicht. Das ist nice, glaube ich. Wir treffen uns in der Arena. Ja, geht klar. So, schön speichern. Hier wird nichts wiederholt. Sofern es nicht nötig ist, wie zum Beispiel bei Iron Madison, weil da bin ich gestorben. So, bleibt Pike draußen eigentlich oder steht er gleich wieder random mitten in der im Ring? Ich werde hier warten. Ja, gut. Bereit für eine Schelle? Zieh einfach deine Waffe. Klar, Mann. Aua, macht Aua. Oh, Reichweite ist nicht so nice. Du benutzt deine Reichweite nicht so doll. Wieso kannst du so schnell zuhauen? Ich habe halt gut damit gewonnen, dass ich diesen Schildschlag habe. Ah, die Rolle war nicht so praktisch gut. Einfach super, dass er so lange ausholen muss. Tja, kein Stoff für dich. Noch mal extra Erfahrungspunkte. Was steht hier in Energiespeicher?
Wir noch was zirpen. Ich verstehe kein Wort. Dass ich nicht bindern kann, fehlt mir ein bisschen, aber ich finde es auch gut, dass die dann mal ihre Waffen behalten. Dann sieht das nicht so unatmosphärisch aus, wie als bei Risen 1 zum Beispiel alle mit Stock rumgelaufen sind, weil ich den alles abgezogen habe. Alter, du hättest ruhig etwas weniger zuschlagen können. Das war nicht gerade die feine Art. Ah, aber du hast mich besiegt. Jetzt kannst du bei Big Jim abkassieren. Ich baue mir darauf ein. Hab sicher noch ein paar Reste rumliegen. Mach mal. Ist mir egal. Ich bin hier. Muss ich deutlicher werden. Ich werde mich diesmal mal mit Obst und Gemüse heilen. Zwei Dosen Hundefutter sollten reichen. So, ich darf abkassieren. Ist voll ungewohnt angenehm, dass ich auf einmal easy Kämpfe gewinne, sage ich mal. Wegen der Arena. Ich habe gegen Ike gekämpft. Der Typ ist meist so zugedröhnt, dass er kaum stehen kann. Und was lässt du dafür jetzt springen? Ach, deswegen bist du hier. Hier, mehr gibt's für die Pfeife nicht. Auch nur ein Taschengeld. Interessant, dass ich so viel kriege wie für den Mord an einer gewalttätigen Frau. So, wer was noch Gun? Gun will noch auf die Fresse. Ich glaube, ich will am Ende eher von Gun auf die Fresse. Nur wo ist Gun? Wird doch hier wohl in der Nähe gewesen sein. Schicker Hut. Schon gehört? Ja, das Miststück ist endlich tot.